Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Lost Ark. Ja, und da gab es einen kleinen Break, weil leider in dem Moment, wo ich das Let's Play nochmal neu aufnehmen wollte, natürlich die Server down waren. Ich werde nach Mitteleuropa Sirius reingehen. Da haben wir ja schon einen Char gemacht, wo ich mit dem Epi gespielt habe. Das wisst ihr jetzt aber leider noch nicht, weil alles so ein bisschen durcheinander ist. Ich hatte einen privaten und einen offiziellen. Das Problem ist jetzt, dass ich die natürlich Gameplayerin genannt hatte und ich jetzt eigentlich einen neuen Charakter erstellen möchte auf dem gleichen Server. Ich mach das mal eben schnell mit euch. So, da ihr jetzt leider nichts davon mitbekommen habt, was ich hier alles erzählt hatte in meiner Aufnahme, ich muss kurz dazu sagen, ja, der Hintergrund ist einfach nur der, dass ich eine Assassine gemacht hatte. Das ist die hier. Und zwar eine Dämonenklingen-Assassine. Die ist auch ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich fand die ziemlich gut. Aber ich habe festgestellt, dass die Magierin wesentlich mehr Schaden macht. Hier steht zwar drin, dass die Schwierigkeit 3 von 5 Sterne hat. Ich persönlich finde das aber absoluter Blödsinn. Weil die Magierin, die ich mir erstellt hatte, beziehungsweise so eine Dämonenmagierin ist das, die hat zwar 4 von 5 Sterne als Schwierigkeitsgrad, aber ich persönlich finde sie wesentlich, wesentlich stärker. So, ich gehe mal auf Anpassen, weil ich möchte mir davon nämlich nochmal eine speziell fürs Let's Play erstellen. Ich gehe mal kurz die Kostüme mit euch durch, und zwar sind das diese Sachen, die sehen alle so ein bisschen, naja, aus. Das hier finde ich eigentlich noch am besten, so von der Farbe her. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, ob man jetzt wirklich das bekommen hat, was man am Anfang gewählt hat. Das sieht aber auch anders aus. Das ist nicht... Ich habe, glaube ich, nicht das bekommen, was ich gewählt hatte. Also das fand ich nicht so schön. Das sieht von den Farben her eigentlich ganz schön aus, muss ich sagen. Und das sieht halt auch so ein bisschen feenmäßig aus. Wobei ich jetzt keine helle Magie benutzen werde. Dann gehe ich nochmal eben zu den Haaren. So, einziger wirklich großer Nachteil, wie ich finde, die haben irgendwie alle nur diese komischen Schlaffi-Ohren hier. Das erinnert mich an die, ich glaube, sie hießen Heretiker von Final Fantasy. Wir speichern das Ganze mal eben. Ja, ja. Ich habe ja noch nichts gemacht, deswegen ist das eh egal. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, so wie die aussieht. Das Einzige, was ich nicht weiß, welche Haare ich nehmen möchte. Das sind einmal die langen Haare. Das sind die, die ich eigentlich jetzt aktuell mit dem anderen Char, glaube ich, habe. Das waren die, die gerade drin waren. Das sind auch nochmal lange Haare. Sieht das so milchbubihaft aus. Auch nochmal lange Haare, aber da sieht das Gesicht irgendwie so anders mit aus. Obwohl es ja das gleiche Gesicht ist. Achso, das sind Rasterlocken. Oh Gott, nein. Das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Allerdings stehe ich nicht so auf kurzer Frisur. Ja, ich würde sagen, das wäre so ungefähr meine Haarlänge. Aber ich finde es halt schöner, wenn die Haare etwas länger sind. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt. Die Haarfarbe müssen wir natürlich noch einstellen. Ich hatte da mal wieder mein Lila drin. Wobei ich tendiere gerade ein bisschen zu Pink. Ich befürchte allerdings, dass die ich jetzt bekommen werde, wieder so komische rote Klamotten dann bekommt. Und dann sieht beides natürlich irgendwie ein bisschen seltsam aus. Ich lasse das mal so mal gucken. Ich meine, auch zu den Klamotten ist das Pink natürlich jetzt nicht so hundertprozentig, aber okay. Die Augen finde ich eigentlich ganz cool so. Da kann man auch ganz viel ändern. Da kann man Dämonenaugen beispielsweise machen. Die hatte ich drin. Die finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, das sieht natürlich menschlicher aus. Sieht irgendwie hübscher aus, sage ich mal. Aber da wir uns gleich für die Dämonen entscheiden, ist das natürlich gar nicht so schlecht mit diesen Augen.
Was ich schon hatte, das waren diese Herzchen hier. Die habe ich, glaube ich, mit dem anderen genommen. Ich bin mir nicht sicher. Da habe ich noch gesagt, das, was ihr jetzt leider nicht mehr hören könnt von dem alten Let's Play, was ich mal aufgenommen hatte, aber noch nicht hochgeladen hatte, dass wir die Herzchen reingemacht haben, weil wir mit dem Epi zusammenspielen. Er wird es wahrscheinlich selber nie hören, so wie ich ihn kenne, aber naja. Dann haben wir hier noch so ganz coole andere Augen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die menschlichen Augen nehmen soll oder ob ich die Dämonenaugen nehmen soll, weil wir ja ein Dämon sind, was ja schon ganz cool ist. Aber ich glaube, ich nehme die menschlichen Augen. Allerdings brauchen wir auf jeden Fall eine andere Irisfarbe. Und zwar würde ich persönlich gerne braun nehmen, nach meiner Farbe. Was aber hier nicht so möglich ist. Oh, das Giftgrün sozusagen, das sieht sehr schön aus. Geht das da noch ein bisschen dunkler? Ah, ich lasse es mal so. Das sieht richtig gut aus, die Kombination. Okay, die Haut darf natürlich auch gerne ein bisschen dunkler. Nee, nicht bläulich. Auch nicht lila. Das sah jetzt gerade schon. Das sah jetzt schon fast menschlich aus hier. Auch wenn es so ein bisschen rötlich ist irgendwie. Das ist eher so ein Gelbstich, als ob sie die Gelbsucht hat. Ja, das sieht jetzt nicht mehr so menschlich aus. Das ist so rosa. Ich glaube, das ist dann eher an der menschlichen Farbe dran als alles andere, denke ich mal. Sieht zwar so ein bisschen rosé aus, aber dann ist das nicht ganz so weiß zumindest. Ja, das hatte ich ja schon gesagt mit den Lippen, dass das irgendwie nicht funktioniert, wenn man die Farbe ändert. Also egal, was man hier macht, ja, man merkt irgendwie nichts davon. Deswegen lasse ich das mal so. Tattoos, da gab es noch so was Schönes für die Augen. Das hatte ich nämlich mit den anderen drin. Und ich denke, das werde ich jetzt auch nochmal machen. Nur, dass ich das Ganze ein wenig, nee, nicht ins Grüne, so ein wenig dunkler machen möchte. Na gut, geht ein bisschen ins Rosé rein, aber es sieht schon nicht schlecht aus. Stimme. Lasse ich auf jeden Fall so. Okay, speichern wir so ab. Ich mache immer Emote tanzen. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich eh keine Auswirkungen. Gut, die würde ich sagen, nehmen wir so, wie sie jetzt gerade ist. Auch wenn das Gesicht irgendwie ein bisschen. Naja, wenn sie jetzt so am Tanzen ist, sieht das Gesicht wieder was anders aus. Aber ich nehme sie mal so, wie sie ist. Jetzt ist die große Frage: Kann ich sie trotzdem nochmal Gameplayerin nennen? Name ist bereits vergeben. Ja, dachte ich mir schon. Dann Gameplayerin. Wieso darf ich keinen Großbuchstaben machen? Auch nicht, wenn ich groß eingebe. Dann nenne ich sie Gameplayerin neu. Nee, das ist auch doof. Nein. Dann nenne ich sie. Wie nenne ich sie denn dann? Gameplayerin. Ja. Ich nenne sie mal Gameplayerin LP. Sieht ein bisschen blöd aus, aber. Oder ich nenne sie Gameplayerin. DE. Das ist ja meine Seite. Ich weiß nicht, ob das. Ob man das darf, aber enthält ungültige Zeichen. Ja, die Kombination mit dem D und dem E, oder was? Wollte ich mich jetzt hier veräppeln? Dann nenne ich es mal. Oder darf man die nicht aus. Upsala. Darf man die nicht auseinanderschreiben? LP vielleicht noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Keine Sonderzeichen habe ich nicht gemacht. Keine Schimpfwörter und nichts habe ich auch nicht gemacht. Ja, keine Ahnung, warum er das nicht möchte. Nee, YouTube kann ich auch nicht ausschreiben. Ja, dann muss ich sie leider Gameplayerin 2 nennen. Ist zwar ein bisschen nervig, aber okay. Oder auch nicht. Dann nenne ich sie jetzt Saphira. Es ist mir jetzt egal, Mann. Nein!
Wollt ihr mich denn veräppeln? Ihr könnt doch nicht alle meine Namen klauen. Ja, ich nehme jetzt meinen ursprünglichen Namen. So. Sie sitzt... Ach nee, sie sitzt hier gar nicht gelangweilt. Oder doch, sie sitzt hier. Da hatte ich allerdings eine schönere Haarfarbe, muss ich sagen. Und wie ihr seht, ich habe wieder dieses komische rote Kostüm an, was ich gar nicht ausgesucht habe. Das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Wobei, ach, man kann den Namen ändern. Könnte ich jetzt, aber ich kann nicht daraus jetzt Mundgöttin und daraus, egal. Wir machen aber, ach, okay, wir können den Charakter nicht nochmal von der Optik ändern. Gut, dann nehmen wir einfach die hellen Haare. Ist mir jetzt auch egal, wir starten einfach mal so. In Rohendel, dem Land der Magie, erhalten alle Sylvaner, die volljährig werden, in einer großen Zeremonie den Geist und die Macht ihrer Vorfahren. Deine Mündigkeitszeremonie war etwas ganz Besonderes. Ich, Erzmagier Inviskas, wählte dich als Gefäß meiner Seele. Doch die Dämonen machten unseren Moment zunichte. Brelshaza, Kommandantin der Phantomlegion, stahl meine Seele und nutzt ihre Macht, um zu versuchen, Rohendel zu vernichten. Königin Arsena gelang es, die Dämonen in eine Pattsituation zu bringen. Brelshaza floh, um ihren nächsten Zug zu planen. Doch ihre Armee überfiel Rohendel dennoch. Aber du gabst niemals auf. Du botest den Dämonen die Stirn, verteidigtest Rohendel und brachtest meine Seele zurück. Du bist die Person, nach der ich suchte. Eine Person, die niemals aufgibt, selbst im Angesicht der Vernichtung. Eine Person, die sich dem Feind mit wahrem Mut entgegenstellt. Ich habe verloren gegen einen Sylvaner? Das Schicksal ruft dich, Auserwählte. Umarme das Licht. Sei gegrüßt. Das Schicksal hat euch hierher geführt. Willkommen am Rand der Welt. Trixion. Folge nun dem Pfad des Lichts. So, und da das hier alles ein bisschen blöd gemacht ist, also es ist nicht möglich mit ASWD sich ganz normal zu bewegen, weil dann bleibt sie stehen, beziehungsweise später kämpft sie dann damit. Wir müssen, je nachdem wie es am Anfang eingestellt wurde, mit der rechten Maustaste klicken, immer wieder weiter klicken, 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 bis man bekloppt wird, damit sie weiterlaufen kann. Und mit der linken Maustaste können wir dann gleich leichte Angriffe machen. Die Mächte des Chaos sind erneut auf dem Vormarsch. Die Archen haben einst die Welt vor den Dämonen gerettet. Wir brauchen sie erneut. Versucht, den Folianten der Prophezeiung zu öffnen. Er wird den Weg weisen, den dein Schicksal für dich bereithält. Solche Sachen kann man theoretisch mit einem Rechtsklick machen oder man geht wirklich hin mit G, sollte es mit einem Rechtsklick nicht funktionieren. Ja, und das ist das, was ich meinte. Es gibt einmal den Barden und einmal die Zauberin, wobei die Zauberin keine Dämonin ist, fällt mir gerade ein. Das war irgendwie jetzt Blödsinn, was ich gesagt hatte. Ich zeige euch ganz kurz, was die Bardin alles kann. Mit dem Klassentester. Na,
Nein, ich will nicht C drücken. So, ich beschwere. Hier unten seht ihr übrigens, was mit den Lauftasten passiert ist. Das sind nämlich jetzt Angriffstasten geworden. Ich weiß, es ist wahnsinnig nervig und ich habe auch ständig Probleme im Kampf, wenn ich irgendwas mache und ich will immer laufen und dann auf einmal greife ich an. Und ja, auch nach über 8 oder 10 Spielstunden ist es leider nicht rausgegangen. Also man kann sich da einfach nicht dran gewöhnen, wenn man aktuelle Kampfsteuerungen gewöhnt ist. Ich weiß auch nicht, wie man im Jahr 2022 noch so ein altes System in sein Spiel integrieren kann. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht hier mal der Wink an Amazon, war es, glaube ich, die das Ganze hergestellt haben. Wenn es möglich wäre, aktualisiert das Spiel direkt, nachdem es rausgekommen ist, doch mal auf eine normale Kampfsteuerung. So, ich beschwöre mal ein paar Monster. Ich weiß auch immer noch nicht, ob man hin zielen muss oder... Das ist der erste Angriff gewesen. Dann der zweite, das ist der hier. Der dritte, der stand dann so ein bisschen. Das ist so ein Kreis. Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall R gewesen. Kommen wieder neue. So, dann haben wir jetzt A. S. Also sie spielt mit viel Musik, wie man sehen kann. Das ist D. Und das ist F. Der hat nichts gemacht. Das ist F. So. Und wir können jetzt entweder X oder Y drücken. Dann haben wir hier so einen Spezialangriff. Da warte ich noch kurz, bis noch neue Monster kommen. Es wollen gerade keine Monster kommen. So, und da drücke ich mal X. Y ist das? Ja, würde ich gerne, wenn du mich mal lasst. Nee, er hat es schon. Er hat es schon gemacht, aber es hatte keine Auswirkung. Okay. Ja, ich möchte den Test beenden. So, also das wäre jetzt die Badin gewesen. Ja, und schon versuche ich wieder mit dem normalen ASWD zu laufen. Oder WASD, wie auch immer. So, ich persönlich möchte aber eine Zauberin haben, weil die einfach viel mehr Angriffskraft hat. Und ja, ich mit dem Baden nicht viel anfangen kann, weil die nicht so viel Schaden macht, habe ich den Eindruck. Und eher unterstützend ist, aber ich wirklich einen Char brauche, mit dem ich auch spielen kann. Vor allen Dingen, mit dem ich auch alleine spielen kann. Deswegen nehme ich die Zauberin. Das ist mein Schicksal. Und wie ihr seht, sie hat mächtige, elementare Angriffe. Möge Regulus deinen gewählten Pfad segnen. Ja, und das ist was ich auch nicht verstehen kann. Ich meine, dass das Spiel neu draußen ist, kann ich nachvollziehen. Aber warum ist nicht alles vertont? Ich meine, andere Spiele kriegen es ja auch hin. Deswegen werde ich immer nach dem ersten Satz ungefähr den Rest vorlesen müssen. Die Mächte der Dunkelheit werden immer stärker. Aber verzage nicht, mein Kind. Die Zukunft ist noch nicht entschieden. Folge deinem Schicksal. Ja, und mein Schicksal sagt, ich soll da reingehen. Du wirst jetzt deine ersten Schritte auf der Suche nach der Arche tun. Arkesias Zukunft liegt in deinen Händen. Das Licht der Welt darf nicht dem Chaos anheimfallen. Die Säule des Lichts. Wir sollten lieber weiter. Hä? Gehen? Wohin? Alte Freunde treffen. Nach 500 Jahren des Wartens. Rufen uns die Sterne des Schicksals. Sterne des... des was? Komm wieder zurück, du alter Kauz! Beeilt euch, ihr Anfänger! Wir sind hier!
Nächster Stopp Truhe. Das vergessene Land. Lost Ark. Na los, bring deine Sachen. Ride Home kommt gleich, also steig bitte noch nicht aus. Oh, verstehe. Ja, und ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber ich bin total... Das müssen wir erstmal wegmachen. Ich bin total getriggert durch die Figuren, die mich so wahnsinnig an Final Fantasy erinnern. Besonders diese zwei Kerlchen da am Ende. So, aber ich mache es nur sehr, sehr ungern. Ich muss hier mal eben einen kleinen Cut machen, weil ich nämlich jetzt los muss. Aber wenn ich so auf die Uhrzeit schaue, ist das gar nicht mal so schlecht, weil das eigentlich eine ganz gute Stelle ist. Ich kann mich auch so ein bisschen näher verabschieden. Das finde ich übrigens ganz nice, dass man reinzoomen kann. Es kommen auch noch ein paar andere sehr schöne Sachen und die Story, bin ich ganz ehrlich, hat mich so angefixt, ja, dass ich das Ganze jetzt doch definitiv Let's Playen muss. Geplant war eigentlich nur eine Vorstellung von 3 Folgen etwa, aber die habe ich jetzt verworfen und habe, wie gesagt, hiermit ein komplettes Let's Play angefangen. Ja, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und wie der Prolog startet, weitergeht, wie auch immer, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!